Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Icarus. Vor gerade einmal 3 Minuten habe ich den Livestream beendet, um jetzt diese Aufnahme hier zu starten. Und ich dachte mir, wir gehen mal ein bisschen Richtung Norden und erkunden das Ganze mal. Die Uhrzeit, das ist okay, 9.31 Uhr. Wir brauchen noch ordentlich XP, um hier voranzukommen. Ich habe in Erinnerung, es gibt wohl eine Leiter. Habe ich die bisher einfach nie gesehen? Kann das sein? Ach da, Strohleiter, Holzleiter, tatsächlich. Tatsächlich nie drauf geachtet, aber jetzt weiß ich's. Und jetzt schauen wir mal, ob wir ein bisschen Erze finden oder Beeren. Oder irgendwas, was mir ein bisschen XP bringt. Wenn ich hier in diesem Fuß des Berges hier langlaufe, müsste ich doch eigentlich die nächste Höhle finden, oder? Wenn hier eine ist, was haben wir denn da drüben eigentlich? Da bin ich beim letzten Mal gewesen. Hier auch. Ich bin auch der Meinung, hier ist eine Höhle und hier geht es sogar durch zum Wüstengebiet, ne? War das nicht so? Ich glaube, das war da, die Ecke. Da werde ich jetzt auf jeden Fall nicht nochmal hingehen, wobei... Au, das Gewehr... Ist schon recht vielversprechend. Wie viel Platz habe ich denn hier nach oben noch? Vielleicht sollte ich mir das hier unten mal anschauen. Bis ich wenigstens bessere Rüstung trage. Denn ich trage bis auf den Helm immer noch das der Stufe 1. Und ja, wenn ich so schnell unterwegs bin, hier so sprinte, dann merke ich schon noch, wie es ruckelt. Also ihr merkt es ja auch, aber... Ich glaube tatsächlich, wenn ich dann erstmal ein Reittier habe, wird es nochmal sehr viel schlimmer. Und dann merkt man wahrscheinlich gar keinen Unterschied mehr. Zum älteren Rechner. Hier. Das könnte noch einer sein. Ich verziehe mich mal. Nee. So, hier sind wir am See mit der Unterwasserhöhle. Das ist durchaus eine Option. Aber ich will mich mal da vorne umschauen. Und klappe hier mal den Berg ab. Hier haben wir Schwefel, das ist schon mal nicht verkehrt. Da haben wir einen weiteren Wolf. Irgendwas. Ne. Muss ich trinken? Zeig mal her. Ja, sehr gut. Warte mal, da geht's ins Nichts. Jetzt wird's aber spannend. Wo führt das denn hin? Könnte durchaus Schnee sein hier. Bin ich da an der Stelle auch schon gewesen.
Ja. Ja, genau. Wehe, meine neuen Fenster sind kaputt, wenn ich wiederkomme. Mach schnell. Sehr gut, damit bin ich doch schon mal sehr zufrieden. Na? Da so nicht hin. Komm, komm, gib dir Mühe. Ja, hier. So, ich ziehe mir mal ein bisschen Medizin rein. Der Sturm ist gleich vorbei. So, das soll genügen. Dann kehren wir mal um. Jetzt bin ich gespannt, ob die Fenster darunter gelitten haben, dass es so gestürmt hat. Können wir vorstellen, dass das sehr schnell kaputt geht. Weshalb es auch nicht clever ist, alles komplett aus Glas zu machen, aber schon so dass Licht und auch ein bisschen Sichtfeld verbessert wird. Genau, hier haben wir den See. Den haben wir schon mal gesehen.
Und so weit ist es nicht. Okay, der schreit. So. Kein Bär in Sicht. Oh, hier ist noch eine Höhle. Oder? Ja. Okay, gut zu wissen. Ja, an der bin ich tatsächlich direkt vorbeigelaufen. Obwohl, ich kam, glaube ich, von da oben, ne? Naja, gut. Dann wäre es schwer gewesen, die zu entdecken, aber so ging es ja jetzt. So, gefällt mir aber. Was macht XP? Sehr schön. So viel ist es nicht mehr. Mäh. Nee, kein Bär. Da ist die nächstgrößere Höhle, genau. Das heißt, hier hinter dieser Kurve müsste zu Hause sein. Da hinten. Dadurch, dass ich ja jetzt ein bisschen Eisenerz gewonnen habe, will ich mal schauen, dass ich da oben das Gelände auf dem Dach ein bisschen ausbaue und so. Ich will das alles ein bisschen schöner haben, ein bisschen stilvoller. Weil schön ist es nicht, das Haus. Das sehe ich durchaus ein. Aber stabil. Jetzt können wir mal schauen, wie sehr es gelitten hat. Ich weiß gar nicht, ob, wenn ein Sturm ist oder ein Unwetter, ob es dann tatsächlich auch einen Kilometer entfernt so ist oder nur da, wo ich bin. Also so wie jetzt zum Beispiel, ist mein Haus davon jetzt irgendwie betroffen oder... Frage beantwortet. Das ist okay. Was hat es damit auf sich? Das da. Ja. Da merkt man, da hat man ordentlich zu tun. Das, die Steinwand hat keinerlei Schaden genommen. Aber ist halt auch nicht so schön. Ne? Muss man wissen, was einem wichtig ist. Ich habe ganz gern so eine Mischung aus schön und praktisch. Genau, das kann auch mal rüber. Dann hauen wir hier die Kohle noch rein. Hier haben wir auch noch ausreichend. Nee, das wird hier an der Werkbank gemacht, ne? Wo war das denn? Hier. 8 Eisenbarren für ein so ein Ding. Und 8 Eisennägel. Das ist schon heftig.
Nichtsdestotrotz machen wir das jetzt. So, zack. Was gibt's hier? Nee, nein, danke. 8. Na gut, immerhin. Genau, wo ich gerade das Radio gesehen habe, können wir ja mal eben schauen, ob ich hier... Abgeschossene Drohne. Lokalisiere eine abgeschossene Drohne und beschütze sie, während sie ihre Daten hochlädt. Zeitempfindlich. Naja, wir machen mal nichts von beidem. Das reizt mich schon sehr, das mit der Drohne. Aber sollte ich natürlich auch nicht einfach so blind, wenn er schwer steht, und beschützen. Lass da zwei Bären kommen. Dann wird es sehr schwer, vor allem mit diesem Gewehr, was so ein bisschen langsam mit dem Nachladen ist. Aber wir schauen mal eben. Ah, das gefällt mir gut mit dem Geländer. So, da brauchen wir keins, aber das müssen wir auf jeden Fall reparieren. Warte mal, das wollte ich doch eh zu Stein machen. Hat jetzt keine Priorität, aber vergessen darf ich es nicht. So, dann weiß ich, dass da die Treppe ist. Na, das ist ja schon viel besser. Oh. Hoppla. Ja gut, ich, wie gesagt, also ich brauch's nicht. Es ist cool, dass man das anbauen kann und so, aber ich brauch's tatsächlich nicht. Ja, so eine schönere Holzwand für den Innenbereich würde im Grunde nur als Raumtrenner dienen. Wo ich ehrlich gesagt keinen Sinn drin sehe. Irgendwas von all dem zu trennen. Schauen wir da mal rein. Das zerstören wir mal. Das kann da wieder hin. So, was gibt's hier? Haben wir hier ein bisschen Platz? Gib mal die Süßkartoffel. Dafür bekommst du rohes Fleisch. Und Patronen haben wir nur 21. Das ist nicht genug. Uns fehlt Schießpulver und dafür brauchen wir Epoxid, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, Schwefel. Oh, Schwefel habe ich, glaube ich, nicht mehr so viel. Ja. Ja. Also, was heißt das? Wir besorgen Schwefel und ich würde sagen, da hinten schauen wir einmal. Ich muss eh was essen. Denn 21 Schuss sind dann vielleicht doch ein bisschen knapp. Wenn tatsächlich mal ein Bär kommt und ich, wie manchmal so üblich, nicht richtig treffe, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Da haben wir es ja schon. Denn da vorne, das sieht ja fast so Menschen hingestellt aus. So Stonehenge-mäßig. Auch das da, steht da was drauf? Nee, sieht aber fast so aus. Wie viel haben wir denn eigentlich? 155, ja, das ist doch gar nicht schlecht.
Muss auch mal schauen, dass ich meine Lampe wieder auflade. Die ist gleich leer. Dafür brauche ich Tierfett und ich bin gerade gar nicht mehr so sicher, wie ich das bekomme. Ich glaube durch Fleisch. Oder aber durch die Häutungsbank. Ich denke, in jedem Fall muss ich dann nochmal jagen gehen. Weil ich nicht weiß, ob ich Tierfett auf Lager habe quasi. Ach, ist das schön hier. Ach doch, schaut mal hier, jede Menge. Warte mal, wo wird das denn geladen? Crafting Bench, okay. Geht das hier einfach so? Ach, einmal Tierfett für eine ganze Ladung. Ja, das ist natürlich ideal. So, wir hauen das alles mal rüber. Und machen Schießpulver. Es dauert jetzt wieder 7 Minuten. Dafür haben wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit, um noch was zu sammeln. Und ein paar Bäume umzunieten, würde ich sagen. Allerdings ein bisschen weiter aus der zweiten oder dritten Reihe, damit das hier nicht so ganz so karg aussieht. Warte mal, das ist ein Verbrannt, aber das kann ewig dauern. Was hat es denn damit auf sich? So, die Bäume bleiben ja glücklicherweise liegen. Das heißt, ich kann die tatsächlich einfach mal so fällen für die XP. Und sollte ich dann Holz benötigen, kann ich mir das immer noch holen. Es ruckelt manchmal jetzt wirklich sehr viel stärker. Das liegt natürlich daran, dass die Bäume fallen, die Blätter sich bewegen, die alle Schatten werfen. Und dann hat man das davon. Ah, ein Schlag. Also nicht ein Schlag, sondern ein Schlag. Oder zwei Schlag. Haben wir die nächste Stufe. Ich vermute mal, es gibt dafür maximal 3 Entwurfspunkte. Ja, seht ihr, fällt kaum auf. Das war der Plan. Einmal zu viel zugeschlagen. Na komm jetzt. Mach's nicht so spannend.
das. 4, sehr schön. Und Stufe 29. In der nächsten schaltet sich dann die gesamte neue Kategorie frei quasi. Stufe 4 ist das dann, glaube ich, beim Technikbaum. Was sehr praktisch ist. Wie immer, wir schauen erstmal bei den Talenten vorbei. Ich habe nur einen Talentpunkt. Und hier bin ich immer so ein bisschen Ausdauerkosten und so. Das verkrafte ich schon. Das ist okay. Was haben wir hier? Schnelleres Nachladen von Gewehren. Finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Schusswaffen haben im Inventar weniger Gewicht. Warte mal, wenn die jetzt hier unten drin ist, wiegt die dann auch was? Ja, die wiegt 1 Kilo. Das lohnt sich fast nicht. Dann wiegt sie 750 Gramm. Ja. Zack. Der Technikbaum. Wir gehen mal vor auf Rang 3. Und auch hier stehe ich jetzt wieder da mit der Frage, was wird's denn eigentlich? Was will ich denn? Was hätte ich denn gern als nächstes? Ich würde sagen, dadurch, dass ich weiß, dass ich auf Rang 4 in jedem Fall das bessere Gewehr haben möchte, nämlich dieses hier. Aber von all dem, ach nee, hier, den Fabrikator brauche ich. Der wird ganz vorne stehen. Und dafür benötige ich die Platine und Carbonfaser. Die Platine, ach, na klar. Das sind 3 Punkte hier. Kupferdraht machen wir. Wir nehmen... Warte mal, was war denn Carbonfaser? War das nicht... Carbonpaste? Carbon. Carbon-Speer. Vielleicht kann das ja hier automatisch her... Obwohl, das wäre Quatsch. Wie bekomme ich Carbonfaser? Das wäre schon ganz nett zu wissen. Denn hier finde ich es jetzt gerade nicht. Hier ist zwar alles mit Carbon. Leute, keine Ahnung. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt. Weil ich tatsächlich nicht weiß, wie ich das herstellen kann. Also bei den Kochsachen halte ich mich mal raus. Jetzt haben wir noch 2... Das sieht ja auch krass aus. Jetzt haben wir noch 2. Zum Bauen brauche ich erstmal nichts weiter. Gut, der bringt mir aber wahrscheinlich nichts, weil ich diese Dinger dann hier auch noch zusätzlich freischalten muss, nehme ich mal an. Carbonfaser auch wieder. Leute, da muss ich jetzt mal kurz schauen, weil sonst schalte ich hier Sachen frei, die nachher Quatsch sind. Ah, Carbonpaste wird zu Carbonfaser. Carbonpaste braucht... Alter. What?
Okay. Ja, aber der Bogen. Nee. Nee. So, erledigt. Wer bellt denn hier? Das Nase. Da, oder? 30% extra Zoom. Hat keiner gemerkt. Da ist der Hase. Hm. Komisch, komisch. Haben wir es schon 18 Uhr? Ja, perfekt. So, es ist der nächste Tag. So, jetzt haben wir allerhand freigeschaltet, aber nichts, was ich jetzt irgendwie bauen könnte. Was auch völlig okay ist. Aber eben Dinge, die nötig sind, bis auf die Klamotten hier. Zeig mal her. Genau, das können wir schon mal machen. Sehr schön. Danke. Inventar. Ach, sehr cool, wie das aussieht. Das mag ich ja, wenn Sachen, die man upgradet und so, dass man das dann auch sieht, was geupgradet ist. Umso enttäuschter war ich, dass es kein Scope und keinen Schalldämpfer gab. Und dass nur irgendwelche komischen Werte waren mit einem fehlleitenden Titel. Aber gut. So, genau, das hätten wir. Gewehrmunition, wo ich das gerade sehe. Super, das nehme ich. Das sind 100 Schuss nochmal extra obendrauf. So, und aus diesen Platinblechen kann ich jetzt das Platingewebe machen, in Kombination mit den Fasern, so war das genau. Denn für die weitere Rüstung und so ist das nicht ganz verkehrt, wenn ich hier schon ein bisschen was auf Vorrat habe. Das gefällt mir gut. Was will er denn dafür haben eigentlich? Nur Eisenbarren. Finde ich ganz gut. Irgendwie kommt mir das so vor, als ob hier viel an den Rezepten gefeilt worden ist, dass es so ein bisschen leichter ist, Sachen herzustellen. Ich habe den Eindruck, beim letzten Mal habe ich so in Erinnerung, dass ich da ständig am Hin- und Herwühlen war mit irgendwelchen Materialien. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich jetzt wesentlich strukturierter bin mit allem. Aber so rein vom Gefühl her glaube ich fast, das war beim letzten Mal so viel chaotischer. Jede noch so kleine Kleinigkeit hat man da gebraucht, um irgendwas herstellen zu können. Ach, da kommt das nicht mal, wo die Belohnung schon... Ach nee, es kommt immer erst danach, ne? Oh Gott, da hinten. Sehr gut. Let's go. Nee. Bis zur Selbstzerstörung. Eieiei. Ich hoffe, dass das trotzdem machbar ist. Ich meine, das ist viel Zeit, aber... nicht ideal. Aus dem Weg. Ich hoffe, dass die 500 Sekunden dann auch tatsächlich aufhören zu zählen, sobald ich da bin. Aber ich schätze mal, denn dann aktiviere ich ja quasi, dass sie ihre Daten sendet. Ja, das habe ich richtig gehört.
Eieiei. Da ist er. Boah, das war knapp. Gut, mit dem Gewehr geht's eigentlich. Und jetzt lädt er ja nochmal schneller nach. Aber ich will's eigentlich nicht herausfordern. Also jeder Bär, der mich nicht findet, ist mir eigentlich recht. Aber bei so einer Mission drehen die jetzt natürlich auf, ne? Was haben wir da? Ich glaube, das ist ein Wolf. Komme ich da so links vorbei oder passt das sogar von hier oder vielleicht komme ich da gar nicht runter? Das wäre natürlich ärgerlich. Ja. Doch, doch, das geht, das geht. Sekunden. Komm, komm, komm. Oh, das sieht nach vielen Höhlen aus hier. Ist okay, ihr könnt gehen. Da. Gib mir jetzt ab. Thank you.
Okay. Ja, das werde ich leider nicht schaffen. Ist das ärgerlich. Die hat sich tatsächlich selbst zerstört. Ja gut, da hätte ich so im Grunde nicht gewinnen können. Schade. Ja gut, das heißt, ohne Reittier und schneller da ankommen, ist es im Grunde nicht möglich für mich. Aber die umgestürzten Bäume, die machen das um einiges leichter, weil die alle hängen bleiben. Aber ärgerlich, dass das weitergeht, der Counter für die Selbstzerstörung. So, ich hau ab. Das Gute ist tatsächlich, dass ich dennoch recht viele XP bekomme. Wir haben gleich Stufe 30 erreicht. Wäre mir natürlich lieb gewesen, die Mission zu beenden, weil dann wären es nochmal einige tausend wahrscheinlich. Aber gut. Leute, man kann nicht alles haben. Das war eine Erfahrung. Das wusste ich nicht. Ich dachte tatsächlich, sobald ich es aktiviere, stoppt der Counter. Und im Endeffekt haben vielleicht 30 Sekunden gefehlt im Countdown. Aber gut. Was soll's? Das ist jetzt eben so.
das wird ganz schön knapp. Ich finde leider einfach den Zugang zur Höhle nicht mehr. Das wird sehr knapp, aber könnte genau passen. Ich gehe mal lieber raus. Das geht aber. Ja komm, ist gut jetzt. Ich darf nicht vergessen, hier ist immer noch irgendwo der Bär. Ach, schade. Ist gerne erledigt. Das hat so gut geklappt mit den Bäumen. Aber auf so einen Counter habe ich keinen Einfluss. Da muss ich dann einfach nur schnell genug da sein. Ansonsten geht's halt nicht und hat halt nicht geklappt. Aber fürs nächste Mal weiß ich das. Und wie gesagt, 30 Sekunden oder so haben gefehlt. Das heißt, zu Fuß werde ich da nicht schneller hinkommen. Was ich machen kann, ist dieses gesamte Radio-Dingsbums mittragen, kurz davor aktivieren, die Mission annehmen und dann... Oh, Wolf. Und dann direkt Zugang dazu haben. Hätte ich die Bäume nicht umgeworfen, hätte ich die Zeit gehabt am Ende. Allerdings hätte ich es dann auch wesentlich schwerer gehabt. Mit dem Jaguar habe ich so keine Chance. Aber hey, wir sind fast bei Stufe 30. Was hier Wettrennen oder was? Oh, Ausdauer. So, ich lasse euch liegen. Wir gehen zurück. Ich weiß tatsächlich gar nicht. Oh, Jaguarkopf. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ein bisschen Holz.
Was ist denn jetzt? Hallo? Jetzt. Aber liebe Leute, hier. Na, das geht da nicht ran. Ist immer noch kaputt. Ja, schade. Dann halt so. Bitteschön. Damit auch jeder weiß, dass hier die Gefahr wohnt, ja? Nicht irgend so ein dahergelaufener Typi. Sehr gut. Waren aber auch echt viele. Also wie gesagt, ohne diese Baumsache wäre es verdammt knapp geworden. Wenn nicht sogar unmöglich für mich. So, mach mal das Fleischzeugs. So, gehärtetes Leder, das kann mal rüber, damit wir das auch immer finden. Nicht, dass ich irgendwann behaupte, wir haben keins mehr. Zack. Das haben wir, das passt. Hier ist irgendwas kaputt. Stoffbrustpanzer, ja gut. Mission ist fehlgeschlagen. Und ich muss die Waffe reparieren an der Bearbeitungsbank mit Stahl. Haben wir nicht. Haben wir wirklich nicht. Haben wir nicht? Haben wir. Gut, dass das erst ein bisschen später passiert ist, weil ansonsten hätte ich auch wieder alt ausgesehen an der Stelle. Aber das war doch ganz okay. So, das heißt, wie weit sind wir entfernt? Gut, ein bisschen ist es noch. Ich muss auch dringend Sauerstoff auffüllen. Hier. Denn so viel ist davon nicht mehr vorhanden. Aber gut, das heißt, nächste Folge sind wir dann Stufe 30. Und dann schauen wir mal, wie wir da vorankommen. Ich möchte auf jeden Fall das bessere Gewehr haben. Und vielleicht die Rüstung, die ich trage, komplettieren. Damit wir denn tatsächlich mal einen Ausflug in die Wüste machen können. Denn ich weiß nicht, ob dafür die eine Stufe reicht. Also wenn es dann überhaupt 4 Punkte sind. Ich weiß nicht, ob die reichen werden, denn ich denke, diese Thermoskanne ist nicht verkehrt zum Kühlen. Ich brauche einen neuen Brustpanzer, denn der ist fast durch, wie wir sehen, rechts am Symbol. Mal schauen. Aber wir kommen der ganzen Sache schon nahe. Und wie gesagt, ob ich diese Mission dann nochmal mache oder nicht. Aber die haut natürlich ordentlich rein, XP-mäßig. Bis auf Bären waren da jetzt die härtesten Feinde auf jeden Fall, die auch die meisten XP geben. Die Würmer zum einen, die ja super easy zu killen sind mit einem Schuss. Und dann eben 432 oder so geben. Das ist noch zu viel. Gut, dann würde ich sagen, war das mehr oder weniger erfolgreich. Aber wir haben auf jeden Fall überlebt. Wir haben ordentlich XP gesammelt. Und können dann in der nächsten Folge hoffentlich ein bisschen erfolgreicher fortsetzen, was wir hier begonnen haben. Und richtig schöne Sachen bauen und ein bisschen weiterziehen und schauen, was wir mit der Hütte hier so anstellen. Liebe Leute, das war's mit Icarus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.